Sag mal Hallo. Hallo und willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir haben ja eine kleine Pause gemacht und wir sind noch so am Grübeln, wie es weitergeht bei uns, weil eigentlich wollten wir einen Kanal über uns machen, über unsere Beziehung, und sind dann irgendwie immer mehr zu so einer Art Thailand-Kanal geworden, was wir eigentlich gar nicht wollten. Wir haben uns überlegt, wir halten es jetzt, bis wir eine Finallösung haben, erstmal so, dass wir, wenn wir was machen, dann was Spezielles, dann nehmen wir euch auch gerne mit. Übrigens sei erwähnt, wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, das Video liked. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Bangkok, mal wieder im Auto mit unserem Fahrservice. Ist auch immer derselbe. Und wir haben folgende Mission in Bangkok. Wir sind mal wieder in einem anderen Hotel heute, was wir euch nachher zeigen. Wir wollen heute ein bisschen shoppen gehen und morgen früh müssen wir auf die Botschaft, weil Tina braucht einen neuen Pass und ich mache dann auch gleich einen. Sag mal Hallo. Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo. Genau, das ist unsere Mission und da nehmen wir euch mit und wünsche euch viel Spaß dabei. Mag ich sehr leiden. Guck mal, wie süß, so Kleinigkeiten auf dem Tisch. Dann nimm die Maske ab, wenn du mit mir sprichst. Guten Tag. Das ist so schön. Mag ich. Wir sind zum ersten Mal hier in diesem Hotel und ja, mal schauen. Mal schauen, wie das Zimmer ist. Guck mal. Wir filmen auch heute mal in der neuen Auflösung. Nicht mehr 4K, sondern 1980 mit 60 Bilder die Sekunde. Vielleicht ist das Bild besser. Keine Ahnung, werden wir nachher Bist sehen. Bist du hübscher? Nein, glaube ich nicht. Da ist nichts mehr zu retten. Wir sind jetzt im 21. Stock angekommen, unsere Zimmernummer 2105. Und wir schauen mal, Thomas ist drin. Dankeschön. Und das ist also unsere 81 Quadratmeter Suite. Uiuiui. Ja, schön. Wir haben eine Corner Suite erwischt, Thomas. Ja. Sehr schön gemacht. Ihr Lieben, schaut euch das an. Ich finde überhaupt, es ist sehr stilvoll, findest du nicht? Schon ja. Unten in der Eingangslobby fand ich sehr bisschen schön. Mit modern. Guck mal, auch der Schreibtisch. Es ist nicht neu, das Hotel, das glaube ich nicht. Mir gefällt aber, es hat so eine behagliche Atmosphäre auf den ersten Blick. Oh doch, hier ist ein Fernseher tatsächlich. Und dann haben wir den Bedroom, also Schlafzimmer, separat, wie ihr seht. Auch hier. Natürlich ein Fernseher, hier die Verbindungstür. Ich öffne nachher gleich mal für euch. Ich zeige euch nur den Innenraum zuerst, weil das sehr hübsch ist. Und jetzt das Badezimmer. Oh, was für eine große Dusche. Ja, das mag ich mit Regendusche. Sehr schön. Toilette natürlich extra. Föhn, alles da. Ihr seht, hübsch gemacht. Alles vorhanden, alles, was man braucht. Ja, jetzt zeige ich euch mal, glaube ich, den Ausblick zuerst vom Schlafzimmer. Oh, wie schön. Das ist also jetzt der Blick. Schaut ihr? Schlafzimmer. Und, oh!
Leute, ich bin ja jetzt seit 10 Jahren hier in Thailand, ja, und ich habe sehr viele Hotels schon besucht und bin ja ein totaler Hotelfreak, wie ihr wisst. Ich liebe Hotels, ich entdecke das so gerne neu und ja, ich finde das gar nicht schlimm. Guck mal, ich habe zum ersten Mal, oder wir, eine Riesenbaustelle vor unserer Nase, aber ich finde das auch mal spannend, total spannend, und dahinter sind die wunderschönen Häuser. Wir gehen mal weiter, Moment. Oh, seht ihr? Und das ist, wenn wir reinkommen, direkt am Schreibtisch. Herrlich! Thomas, was sagst du? Ja. Nett, ne? Ist gut. Guck mal, da ist der Hotelpool. Ja! Du hast ihn schon entdeckt. Ich habe vorhin noch gefragt, wo der denn ist. Ja, der ist natürlich ein bisschen kleiner, aber was soll's? Den braucht doch auch keine Socke in dem Sinn. Du, hast du jemals das Kreuz da gesehen? Ich noch nie. Nee, in Bangkok. Ich habe gerade eben gesagt, Thomas, vom Schlafzimmer auch, es ist immer wieder mal ein anderer Blick. Ja, mit Blick auf Bahnhof. Ja, auf diese, wie heißt die noch, diese Metro, die hat ihren Namen, oh, Tina. Ach, ich bin so vergesslich, ihr Lieben. Aber cool, und wir haben noch eins, warte mal, wir gehen mal weiter. Ich habe euch hier nicht zu viel versprochen, jetzt zeige ich euch noch eine schöne Aussicht. Aber Thomas, ich meine nicht dich, ich gehe jetzt über dich mal drüber. Oh, ist das schön. Also, Leute. Wir haben wieder mal etwas Schönes erwischt. Findest du nicht? Ja. Ja, finde ich cool. Wir sind jetzt hier auf dem Übergang zwischen Siam Paragon und MBK, wo wir jetzt hinwollen. Genau, wir wollen nämlich mal gucken nach dem neuen Samsung-Handy. Mal schauen, vielleicht finden wir eins. Genau. Jetzt gehen wir Skytrain fahren ins Central World. Ich finde das mega cool, und außerdem in dieser Zeit kommt man nämlich überhaupt nicht voran auf den Straßen. Deswegen jetzt zwei Stationen. Eine Station umsteigen, eine noch eine. Eine Station in Shanghai. Okay, sitz. So, nun warten wir aufs Frühstück. Es gibt leider kein Buffet, sondern à la carte. Und was hat die Tina da für ein neues Spielzeug? Oh mein Gott. Ich habe tatsächlich, Thomas schenkte mir das neue Samsung Fold 3. Ist das richtig? Ich, Leute, guck. So, ne? So. Und dann klappe ich zusammen und warte. So. Oh, ist das nicht schön? Hammermäßig. Wir wollten es eigentlich nur mal angucken. Dann wollten wir eigentlich es gebraucht kaufen. Dann war das genauso fast so teuer, wie wenn wir es neu kaufen. Und dann wollte eigentlich ich gesagt, kauf du es dir, weil du bist der Samsung-Typ. Und was rausgekommen ist? Haben wir zwei. Wir haben zwei. Wir sind unmöglich. Aber wir freuen uns, oder? Also ich konnte die Nacht vor Aufregung, ihr Lieben, kaum schlafen, muss ich wirklich zugeben. Ich musste immer wieder mein super dupi Handy angucken und finde es einfach genial. Oh, da kommt mein Orangensaft. Kokonka, thank you. Wir sind jetzt hier beim Frühstück und ich habe mal einfach bestellt. Thomas war gerade noch in der Lobby und mal gucken, was gleich kommt. Mal schauen. Ich muss doch fotografieren. So, es dauert hier ein bisschen länger. Die Tina hat nun ihr Frühstück. Was gibt's denn? Wie immer, ich probiere überall die Egg Benedict und ja, ich schaue es mir mal an. Es sieht immer irgendwo woanders aus. Übrigens, das ist eine Selection von Cheese. Leute, bitte, esst nicht so viel, ne? Leute, guck mal, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Das ist ein Löffel und das ist der Käse. Also, super. Da kriegt man richtig Appetit. Wow. Es gibt
gibt manchmal Dinge im Leben, da denke ich bei mir, wieso macht man sowas? Das ist für den hohlen Zahn. Also das muss man da auch nicht hinlegen, das ist eher peinlich. Also sowas würde ich meinem Gast niemals hinstellen. Unmöglich. Ihr werdet es nicht glauben, auch Thomas hat endlich seine Eier bekommen. Zusammen mit Pilzen. Und Zwiebeln. Und Zwiebeln. Ist das okay so und für dich? Und zwei Croissants. Ich habe es extra mal so ein bisschen wild bestellt. Und das kam eben an. Hier. Entschuldigt, ich habe meinen schon angefangen. Und ich habe gerade Jam, also Marmelade, bestellt. Was ich bekommen habe, ist ein Joghurt mit Marmelade. Da freuen wir uns doch auch. Jeder ist glücklich, was er kriegt. Und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Ist doch auch schön. Also, guten Hunger, guten Frühstück. Dankeschön. So, unser Bangkok-Trip neigt sich nun dem Ende. Wir waren jetzt bei der Deutschen Botschaft. Wir haben zwei Reisepässe beantragt. Und man braucht eine ganze Menge an Dokumenten. Unglaublich. Ansonsten, die Leute in der Botschaft waren freundlich, war okay. Wie auf dem deutschen Rathaus. Oder? Ja, also ich kann auch nicht klagen. Wir sind rangekommen um 10 nach 10 und wir waren um 5 nach 11 wieder draußen. Wir beide zusammen können wir nichts sagen. Und noch was, natürlich, ich habe mich zwar dran gehalten und wir haben die richtigen Bilder gemacht, die Passbilder, aber es stimmte trotzdem nicht. Also Leute, aber keine Sorge, könnt ihr vor Ort machen, innerhalb von 2 bis 3 Minuten habt ihr eure neuen Passbilder. Wir mussten noch ein paar Kopien machen, die auch leider nicht erwähnt waren, was man braucht. Also es ist schon manchmal ein bisschen hakelig, denn ich bin eine unglaublich genaue, las mir alles 5-mal durch, habe alles vorbereitet und trotzdem hat es nicht gestimmt. Lag es an mir? Vielleicht. Aber jetzt haben wir es. Wir sind happy. In 5 Wochen können wir den Pass abholen und dann haben wir wieder für 10 Jahre Ruhe. Und wenn wir wieder was für euch haben, dann melden wir uns einfach mit einem neuen Video wieder zurück. Sehr gerne. Passt gut auf euch auf, kommt gut durch die Zeit und von uns ein ganz dickes Bussi. Bleibt gesund. Tschüss. Bye bye. Bye bye.